Und da sind wir wieder. Airman und Woodman sind Geschichte. Und jetzt ist, glaube ich, Crashman dran. Ne? Mit seinem tollen, geilen Motorradhelm. Also, das wäre ein geiler Motorradhelm in Real Life. Und er hat keine Arme, beziehungsweise keine Hände, sondern irgendwelche komischen Kackbolzen. Ja. Und hier haben wir schon mal ein ziemlich funkiges Sage-Lied. Ah, Mann. Bisschen nervig, die Dinger. So, eine Etage höher. Ja, natürlich sind es nicht die letzten, die hier auftauchen. Aber hier komme ich einfacher hoch als in der alleruntersten Etage. Hoch, das war gut. Das war nicht gut. Das war gut. Gedanke gut, Umsetzung scheiße. Ich weiß gar nicht, wann dieses Mega Man-Spiel auf den Markt gekommen ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich jetzt, wie ich im letzten Video, beziehungsweise im vorletzten Video oder so gesagt habe, nie besessen. Ich glaube, angefangen habe ich mit Mega Man 3, dem dritten Teil, den ich auf jeden Fall auch noch hier spielen werde, definitiv. Also, weil es einer meiner Lieblingsspiele ist, der gesamten Mega Man-Reihe. So, hier verteidige ich mich einfach mit dem Leaf Shield. Ist, glaube ich, ganz empfehlenswert, das zu tun. Ich glaube, Crashman oder Clashman, keine Ahnung, ich glaube, auf Japanisch heißt der Clashman. Allein schon, weil die Japaner ja immer das R zum L machen oder so, keine Ahnung. Ja, war ja so. Ist, glaube ich, allergisch auf Airmans Waffe. Aber wir sehen dann. Hier geht es ja ein bisschen höher. Genieße ich mal ein bisschen die Musik hier. 8-Bit Funky Musik in Höchstform. Beinahe runtergesammelt. Heieiei. So, ab nach oben. Müsste ich eigentlich auch gleich schon. Oh, es wird dunkel. Müsste ich eigentlich gleich schon angekommen sein. Oh. Ne, 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 ne. Nee. Bleib mal schön da, wo du bist. So, zack. Ha, ich bin richtig gelaufen. Geklettert. Hoppala. Einfach weitermachen. Die Vögel abschießen. Das ist hier ein bisschen knifflig. Da ist ein Leben, da ist ein Leben. Nein, lass mich doch mein Leben bekommen. Scheiße. Arschloch. Schade, 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 schade. Schade, schade, Marmelade. Dafür gibt es Energietank. Nein, was mache ich denn da? Bin ich denn ganz bedeppert? Also das ist auf jeden Fall der Jet. So. Den kann ich auch nutzen, um kurzzeitig einen kleinen Aufzug zu schaffen. Ach, weißt du was? Ich gehe jetzt hier hoch. Allein schon, weil ich das scheiß Leben haben will. So. Ja, da sind wir schon im Weltall angekommen. Das soll wahrscheinlich das Weltall darstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ja, genau. Hau mal ab da. Ja. Nervige Viecher. Ja, noch einmal gratis aufladen. Das kann ja nicht schaden. Ja. So, direkt Airmans Waffe nehmen und rein in die gute Stube. Ja. Ich verzichte jetzt einfach mal darauf, zu sagen, dass das einer der ewigen Klassiker ist. Meine Güte, ey. Meine Güte, meine lieben Herren. Ging das schnell. Zweimal geblasen und dann ist er tot. Also, das ist keine gute Kondition. Ja. Jetzt habe ich hier Crashmans. Genau, Crashman heißt er im Englischen. So, das war's mit Crashman. Ich weiß jetzt gar nicht, wer zunächst kommt. Aber mehr dazu im folgenden Video. Bis gleich, Fleisch.